bei der ganzen Geschichte, weil eh noch ein Bug drin war, der jetzt erst mit dem ersten Hotfix reingekommen ist. Und im zweiten Hotfix ist der jetzt wieder raus, dass man keine Schiffe durch Data Leaks übernehmen konnte. Und da habe ich so ein bisschen vor mich hingedaddelt, dass wir auch ein bisschen Startgeld haben, wenn wir gleich mit der Story weitermachen. Habe ja schon mal ein bisschen was an die Basis oder nicht an die Basis, das ist schon mal Quatsch. An die erste Station, die man bei dem Start hat, angetackert. Ein Container und so Energiezellproduktion bringt ein bisschen Geld. Nebenbei, wenn man so rumtüdelt, hat man immer so ein paar kleine Einnahmen. Das ist schon nicht schlecht, dass da im Background immer ein bisschen was mitläuft, genau. Dann schon mal einen automatischen Frachter, der bis vor sich hin handelt. Haben wir schon mal hier am Start. Dann ein Miner. Weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Der ist ein bisschen dumm. Obwohl eigentlich Silizium da ist, kurft der, ich glaube, der hat mal Urlaub, ist im Feiertagsmodus oder keine Ahnung. Aber der ist eh noch nicht so schlau, aber den habe ich gefunden, den lasse ich da so ein bisschen rumtümpeln. Bringt auch immer mal eine kleine Einnahme, wenn er voll ist. Kleinvieh macht auch Mist. Genau. Dann einen kleinen Speer habe ich schon mir geholt. Der grast hier nach und nach so ein bisschen die Systeme ab. Ich weiß gar nicht, was sind wir da? Ach hier, dann da drüben. Dann macht er das System. Schieben wir nochmal ein bisschen in die Mitte. Tut er bekannte Station scannen, um die Preise zu aktualisieren. Ich bin immer zu faul, irgendwie überall Satelliten hinzuklatschen. Bevor ich eh das Standing so weit hoch habe und dann eine Art Handelsvertrag abschließen kann, der mich auch einen Haufen Kohle kostet, wo ich eh immer die aktuellen Daten von den Basen kriege, dann müsste ich dann die Satelliten wieder einsammeln. Ach, da habe ich immer keine Lust, da mache ich so und für den Anfang ist eh nicht viel Handel. Da reicht das schon, aber der tüdelt so ein bisschen durch die Gegend. Genau, dann haben wir so ein bisschen Personal nach oben schon mal. Wo wollte ich jetzt hin? Genau. Jetzt hier zum Beispiel machen wir mal Station, Personal, ne, dass sie so ein bisschen ein paar gute Sterne hat, Moralmanagement. Weil da kann ich nämlich. Warum kann ich das jetzt nicht anklicken? Hallo? Ach nee, Quatsch. Es ist alles noch nicht so drin. Das muss ich erst wieder einspielen. Aber da kann der jetzt schon mal 4-4 handeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Genauso, ich glaube, den habe ich auch schon ein bisschen hochgepimpt. Genau, der kann nämlich auch 4-4 handeln. Der hat auch schon gut Sterne. Personal. Wir haben immerhin schon mal Gefreiter. Hammer drauf. Egal, ob man es braucht oder nicht. Ja, so kommt halt auch mal ein bisschen Geld rein. Und das Standing geht halt auch ein bisschen hoch bei der Fraktion, wo man dann halt die Handelswaren abliefert oder mit den Stationen handelt. Sozusagen nebenbei geht Standing immer ein bisschen hoch, was auch gut ist, weil ich will ja eine Handelsorganisation hochziehen, da brauche ich überall gutes Standing, dass ich dann überall einen Handelsvertrag abschließen kann, damit ich überall die Handelsdaten frei Haus geliefert kriege, dass meine Händler und Stationen immer schön das Zeug durch die Gegend transportieren, ohne dass ich viel Arbeit damit habe. Ja. Profit ist ja gut, aber mit so wenig Arbeit wie möglich. Und gerade als Raumkrautlieferant macht man jetzt nicht so die Kohle. Da gibt es wesentlich bessere Möglichkeiten, hier Geld ohne Ende zu scheffeln. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Ich will so ein bisschen halb illegal mit Raumkraut und Raumsprit handeln. Da brauche ich eh hohes Standing, weil wenn ich erwischt werde und dann abhaue, dann kann das auch durchaus passieren, dass ich Standing verliere. Und das ist ja dann auch nicht so gut. Genau. Ja, und wie man sieht, ist das Raumschiff in einen Asteroiden gebackt. Wie praktisch. Warum auch nicht?
Weil der fliegt eigentlich hier im Dauerbefehlsschleife, soll er eigentlich hier rumfliegen und die ganzen Raumfliegeneier und den ganzen Bums hier aufsammeln. Damit, wenn ich schon nichts mache weiter, ich wenn es trotzdem ein bisschen Geld einsammle. Weil durch die ganzen Mining-Schiffe bleibt der ganze Dreck liegen. Super, und jetzt bin ich da reingebackt. Aber durch das ganze Sammeln etc. kann ich auch mal kurz zeigen. Ja, dann tut sich hier mal so ein bisschen schönes Zeug ansammeln. Viele Container schon eingesammelt, viele Seminarmissionen gemacht, damit ich die Piloten überhaupt hochkriege. Ja, da ist auch schon wieder ein bisschen was drin. Und später braucht man das auch nochmal für Missionen und anderen Krimskrams. Hier ist auch noch neue Missionsstränge und Fraktionen etc. Das muss ich später alles abhandeln, das habe ich alles aufgehoben. Fraktionsständigen haben wir hier 17, da sind wir bald bei 20, aber haben dann die Knete eh nicht für den Handelsvertrag. Und den Rest mal gucken, hier bin ich gesunken, da hatte ich schon wesentlich mehr, aber da habe ich aus Versehen eine Station zum Test vergrößert, aber nicht zurückgestellt und auch nicht bezahlt und dann gilt das als sag ich mal Schwarzstation und das zahlst du dann Strafgeld, ich glaube, und verlierst halt Standing. So, wie komme ich denn jetzt aus dem Astro wieder raus? Kann ich helfen? Was hast denn du schon eingesammelt? Gib mal her, gib mir Inventar, wunderbar. So, geh mal weg. Nee, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss, ich will auf deinen Stuhl. Gucken, ob ich hier rauskomme. Sonst ist das ja super und ich kann den Spielstand gleich laden. Komm, pack dich raus. Komm, 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 gib alles. Geht auch nicht. Komm, hier muss da irgendwo eine Lücke sein, bis ich hier rauskomme. Was jetzt helfen würde, was ich aber noch nicht machen kann, ist, weil ich kann mich noch nicht teleportieren. Wenn man sich wegteleportiert, und der Pilot, sobald man nicht mehr im selben System ist, ist das, ich glaube, also wenn es nicht geladen ist, der fliegt dann einfach weiter, als wären die Astros, ich glaube, nicht da. Zumindest mit der 3er-Version hat das noch geholfen. Ja. Yeah. Komm, gib Gas. Ja, und? Nee. Mal gucken, wie das von außen aussieht. Natürlich eine super Tarnung, ne? Bringt noch nichts. Scheiße. Geht gut los. Ich glaube, ich lade den Spielstand neu. Ist jetzt eh nichts passiert, außer sinnloses Palaver. Ich komme nicht raus. So, ich hoffe, der war nicht vor dem Abspeichern schon da drin. Das wäre natürlich jetzt richtig scheiße. Gut, gucken wir uns halt ein bisschen Poesie an. Schluck Kaffee. Ich weiß absolut nicht, ob das mit dem Audio dauerhaft hinhaut, ob der Stream wieder abkackt. Ich mache das hier ganz einfach über das Nvidia-Tool. Ich habe keinen gesonderten Rechner oder irgendwas. Ob das ruckelt, ob das irgendwann desynchron wird. Aber darum geht es mir auch nicht. Wieder geht's oder geht's nicht. Wenn es nicht geht, wird's gelöscht und dann geht's halt irgendwann weiter. Oh, ich bin nicht im Felsen. Genau, weil eigentlich eiert er hier rum und sammelt den ganzen Bums hier auf. Aber da wir ja jetzt eigentlich am Start sind, würde ich sagen, wo ist er? Wissenschaftlermission auf aktiv setzen. Und dann hoffe ich, dass alles klappt. Dann machen wir mal los. Und erschaffen unser Imperium. Angreifer, kann ich helfen? Ja, kannst du. Hast noch nichts wieder. Sir? Ja. Und den Pilot hat es mir gekickt. Ich hatte hier so einen richtig geil aussehenden Piloten mit Umhang und so weiter. Oh, stopp, stopp. Bremse rein. Was hat mein Auge da erspäht?
das nehmen wir nochmal mit. Ist weg, oder? Ja. Ach, und vergesst Laserwaffen. Die sind viel zu schwach. Ich habe nur eine Laserwaffe drauf auf den meisten Schiffen oder generell wahrscheinlich dann auf meinen ganzen Scouts und so weiter, die auch nach Containern automatisch scouten. Weil mit allen anderen Waffen ist die KI überfordert. Die kriegen die Container nicht auf und schießen daneben und schießen dir die Container und die Strahlenwaffe hat halt Klick, Bumm, Strahl ist da, Treffer. Und mit anderen Waffen kriegen sie das nicht gebacken. Da schießen sie meistens daneben. Aber für einen Kampf vergesst's. Autopilot eingeschaltet. So. Düsen wir mal dahin. Ja. Die ganze Fraktion fleißig am Main. Ja, schon hübsch. Also dieses Kristall, was ich gerade hier rausgemeinert habe, die sind immer in so einem Asteroidenfelden. Da gibt es verschiedene, ich glaube zwei verschiedene. Wenn man genau hinguckt, ist immer auch so ein ganz leichtes Blinken in so einem Asteroiden. Von Weitem sieht man das dann, dass quasi da so ein Kristall ist. Und es bringt da ganz gut Geld am Anfang, wenn man wirklich dann kein Geld hat, nicht so Bock hat auf Missionen. Da kann man damit schon mal einen kleinen Grundstein legen. Da man ja bei den ganz anderen Starts auch noch keine Startfabrik hat, hat man ja nur ein Schiff. Wenn man hier guckt, gucken wir doch gleich mal das. Nein, Quatsch, da will ich hin. Wo sind die Kristalle? Hier unten, der zum Beispiel. 10.000 für einen, das ist schon mal 170. Wie gesagt, später brauchst du das ganze Klump für irgendwelche Upgrades. Aber so hat man schon mal schnell 170.000 zusammen, wenn man das alles verkauft. Zack. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Ja, wo leuchten sie denn hin? Ich weiß nicht, wie es im Stream ist. Im Spiel habe ich manchmal, obwohl FPS stimmt, Mikroruckler oder es hängt, keine Ahnung, ob das mit der Synchronisation zum Monitor zusammenhängt oder was auch immer. Habe ich schon alles Mögliche ausprobiert. Das habe ich aber schon immer. Jetzt habe ich selbst neues Mainboard, neue CPU und alles drin. Und immer noch dasselbe Problem. Vielleicht liegt es auch am Spiel oder ich bin einfach zu überempfindlich. Oder jammer auf hohem Niveau. Wie weit muss ich denn? Ah, da hin. Gut, gucken wir doch mal, was der Rest so macht. So. Also nicht über die Bezeichnung hier wundern. S00001, das ist nur für mich, dass ich mir das alles merken kann. Weil irgendwann hat man so viele Schiffe. Und S steht für mich für Speer. 001 bis 001, also es gibt nur einen. Und so weiß ich immer, falls mal einer wegplatzt, weil du hast irgendwann nicht mehr alles unter Kontrolle und Übersicht. Und dann guckt man in die Liste rein und dann stellt man fest, oh, da fehlt irgendeiner von so und so vielen die Nummer. Und dann baut man sich einen neuen, gibt denselben Namen und schickt ihn wieder los. Aber bei den ganzen Frachtern hier, das ist FH-freier Händler. Und genauso auch hier in den zugeteilten Frachtern. AZ steht für Avas Zwilling. Da weiß ich, wo der hingehört, wenn ich mal irgendwie auf die Karte oder irgendwas gucke oder generell, wenn ich die mal umverteilen sollte, weil ich schnell woanders einen brauche, dass ich die wieder zurückgeteilt kriege. Sonst müsste ich mir das alles aufschreiben. Weil merken kann ich mir das nicht. Bin ich zu alt für diesen Scheiß.
Ja, so sieht's aus. Bin ich ja fast da, das ist schon mal gut. Mission. Was gibt's dafür? Bisschen Geld. Sonst irgendwie nichts. Autopilot ausgeschaltet. Oh, hier sind Minen. Freund-Feind-Mine. Ich hoffe. Hightech-Fabrik. Undock-Erlaubnis erteilt. Na dann. Oh, jetzt ist irgendwo ein Datenleck, wie man hört. Das interessiert mich jetzt aber erstmal nicht. Flubbi flub, wo muss ich denn hin? Ach, dahinter. Hm. Ja, da scheint zu viel Raumkraut. Sieht ein bisschen grenzdebil aus, der Typ. Ja, nee, ist klar. Wir machen Wandertal. Aber da ist es. Sehr schön. Sie haben das Gerät gefunden. Damit kann ich Ihre Aktivitäten verfolgen und aus der Ferne Experimente durchführen. Bitte passen Sie gut auf das Gerät auf. Schauen Sie mal. Ihr Puls geht ja ab wie eine Makrele. Oh, total. Sie scheinen ja ganz aufgeregt zu sein, weil Sie an der Expedition teilnehmen dürfen. Das freut mich sehr. Also, sollen wir anfangen? Ich versuche, Sie so detailliert und präzise wie möglich anzuleiten. Haben Sie etwas Geduld mit mir? Wir haben hier draußen etwas gefunden. Welchen Sektor ist denn das? Da fliege ich dann selber hin. Habe ich jetzt aktuell auch noch nicht so eingestellt, dass die das selber bergen, weil die Gefahr ist, dass Minen in dem Container sind. Und die Piloten sind alle suizidgefährdet. Wenn der Container ist, fliegen die direkt drauf zu, weil die auch keinen Tractor Beam oder wie das Ding heißt nutzen. Und fliegen natürlich in die Minen rein. Harakiri tot, ne? Deswegen werden die nur markiert. Habe ich zumindest, glaube ich, so eingestellt. Kann man hier machen. Hier, gucken wir gleich mal nach. Genau, das Schiff markieren. Ignorieren, nur benachrichtigen. Und dann hole ich mir die selber. Später, wenn man genug Knete hat, wo es dann quasi egal ist, ob ein Schiff abbraucht oder nicht, dann kann man es automatisch sammeln lassen. Wenn sie halt hops gehen, kauft man ein neues Schiff. Hauptsache, man hat die Materialien, die da drin sind. Weil, oh, was ist denn hier? Hier ist noch ein Schiff. Oder? Nee. Sieht das grau aus oder sehe ich das nur grau? Nee, das ist... Nicht, steht ja auch dabei.
Da wird der Puls hochgegangen. Verlassenes Schiff. So, abdocken. Kommt der Teladi mit mir durch. Profit. Sie haben bestimmt noch nicht mit vielen Bohonen zu tun gehabt. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Fosu-Tan und es ist mir eine große Ehre. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich kennenlernen, aber ich befinde mich aktuell in einer sehr heiklen Lage. Sie sind bestimmt schon ganz neugierig darauf, was ein einsamer alter Bohone zu erreichen versucht. Nun, es gibt noch so viele unbeantwortete Fragen und unergründete Geheimnisse. Sind Raumfliegen intelligente Wesen? Wo befinden sich die verschollenen Systeme der Bohonen? Ist Telepathie mit Überlichtgeschwindigkeit möglich? Es ist unsere Aufgabe, die physikalischen Grenzen dieses Universums bis an die Grenzen der Belastbarkeit zu treiben. Danke für Ihren Mut. Ich hoffe inständig, dass Sie mich bald in einen neuen Tank verlegen. Meine Tentakel werden langsam schwach. Ich frage mich, wie es wohl um meine Heimatwelt bestellt ist. Es ist schon so unglaublich lange her, dass ich Nachrichten von dort erhalten habe. Sie scheinen sich der Anomalie. Sie versuchen, Langstreckenscanner zu nutzen und nach einer Anomalie in der Nähe suchen. Ah, da ist es. Wenn man den Berichten Glauben schenken will, kann man durch diese Anomalie andere Regionen des Universums erreichen. Ganz ähnlich wie mit den Sprungtoren. Ich empfehle Ihnen, sich den Standort der Anomalie auf der Karte zu markieren. Haben Sie Lust auf ein Abenteuer? Dank meiner Forschungen weiß ich ungefähr, wo Sie wieder auftauchen sollen. Theoretisch. Der einfachste und schnellste Weg, meine Theorie zu prüfen, ist natürlich, sie in die Tat umzusetzen. Ja, dann machen wir das dann mal. Das eine Schiff, was ich jetzt eben den kleinen Transporter bei der Basis abgeschossen habe, so auf die Schnelle. Die kommen immer mal und sind feindlich und wenn man die abschießt, kriegt man ein bisschen Geld und auch Standing bei der jeweiligen Fraktion. Kann man auch mal gezielt verwenden, wenn man relativ abgesackt ist, um sich schnell da wieder Standing zu verschaffen. Weil da gibt es teilweise fast einen ganzen Punkt. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. So, was soll ich denn jetzt machen? Fliege zur Anomalie. Da ist er doch schon. So, dann machen wir mal eine Sonde raus. Navigationsfrage. So. Nicht wundern, die fliegt komischerweise weiter und ich werde zurückgestoßen. Wollen wir mal ein bisschen boosten. Zack. Durch. Erreiche System. Profitabler Handel. Hören Sie mich? Es hat einen Moment gedauert, bis die Frequenzen wieder richtig modelliert waren. Aber es ist ganz so, wie ich gedacht hatte. Sie haben die Passage durch die Anomalie überstanden und sind in einem weit entfernten Raumgebiet wieder aufgetaucht. Ihr Standort ist von enormem Interesse für mich. Seit über einem Jahr habe ich Sensorenlogos von vorbeifahrenden Schiffen gesammelt, um meine Forschungen voranzutreiben. Diesen Teil habe ich als besonders wichtigen Abschnitt meiner Forschungen markiert, sollte ich je in der Lage sein, ihn umzusetzen. Die alte Anomalie ist ja interessant, ja, aber meine Erkenntnisse deuten auf etwas hin, das vielleicht zu einer bahnbrechenden Entdeckung führen könnte. Erlauben Sie mir, Sie zur entsprechenden Position zu leiten. So, da ja ab. Hier sind zwei Container. Jetzt muss ich erstmal einen Teladi raushängen lassen. Container holen. Autopilot eingeschaltet. Gucken, was
was für schöne Schätze drin sind. Aber dass die Asteroiden sich jetzt so langsam reinblenden, das haben sie richtig gut gemacht. Das war echt störend, wo das noch nicht so war. Wo die so voll komplett reingeploppt sind, das sah so doof aus. Und jetzt fällt es fast gar nicht auf. Ausgeschaltet. Da ist er. Und am besten vorher immer speichern. Sicher ist sicher. Ich fliege auch mal gerne in die Mine rein, weil ich zu gierig bin. Oder man zerschießt sich den Container, weil man auch nicht trifft, weil man erst über die KI schimpft und es dann selber nicht hinkriegt. So. Oh, einer ging schon daneben. Okay, keine Minen drin. Deswegen beim letzten immer schon mal einen Rückwärtsgang einlegen, falls es in deine Richtung aufgeht und Minen rauskommen. In dem Fall aber alles gut. Oh, da ist noch ein Container. Autopilot eingeschaltet. Okay, der wird noch nicht so schnell arbeitslos. Autopilot ausgeschaltet. Was habe ich vergessen zu speichern und zurückzufliegen? Gerade habe ich es noch gesagt. Aber ging ja gut. Autopilot eingeschaltet.
Da ist auch noch was. Autopilot ausgeschaltet. Container gefunden. Supi. Aber jetzt erstmal speichern. Eiert überhaupt nicht, das Ding. Sicherheitscontainer. Ob das was wird? Ich glaub's halt nicht. Daneben geballert. Besser. Kommt da jetzt mal hier reingeflogen. Sachen wieder gefunden, dass ich irgendwas produzieren kann. Auch nicht schlecht. So, weiter geht's. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Ich speichere mal nicht ab, ich reagiere jetzt. Passt. Aber jetzt. Autopilot eingeschaltet. So, machen wir mit der Story weiter. Müssen wir unsere Base irgendwann mal kriegen. Ist da schon wieder Geld drin ohne Ende? Also für die kleine Station zumindest. Sonnenblumen finden bringt fast nichts, aber das ist Standard bei dem Start. Das ist halt eine Sonnenblumenproduktion. Also bringt im Endeffekt erst was, wenn du die Energiezellen selber produzierst oder das Wasser. Aber wenn du das alles noch zukaufen musst, kommt so gut wie überhaupt nichts bei rum.
Aber der Preis ist aktuell eigentlich ganz, ganz gut dafür. Okay. Ich versuche gerade herauszufinden, welche Ausrüstung wir brauchen werden, um so viele Daten wie möglich in dem Gebiet sammeln zu können. Das Raumzeitgefüge in diesem Gebiet scheint verletzt zu sein. Es scheint, als wären hier schon mehrere Risse wieder verheilt. Es gibt aber keinerlei Aufzeichnungen über unerklärliche Vorkommnisse in diesen Gebieten. Für alle anderen ist das einfach nur leeres Vakuum. Bei der Suche nach Signalen von den seit langer Zeit verschollenen Boronen stieß ich auf mehrere Narben, wenn Sie es so nennen wollen, im Weltraum, die noch immer verschiedenste Partikel und Strahlungsarten verströmen. In einem so geschäftigen Sektor wie diesem erscheint das allerdings nicht viel mehr als Hintergrundrauschen. Bestimmte Elemente dieses statischen Rauschen scheinen aber künstlichen Ursprungs zu sein. Wir werden diese Narben wieder aufreißen und einen Blick hineinwerfen. Ja, natürlich ist das Universum ein fragiles Gebilde. Eine Fehlkalkulation und wir könnten das ganze System mit einem Schlag vernichten. Dieses Risiko, das macht es gleich noch viel aufregender und spannender. Bevor wir anfangen, möchte ich mich aber erst für Ihre bisherige Hilfe erkenntlich zeigen. Ich hoffe nur, dass es den Split nichts ausmacht, dass ich deren Kreditkonto anzapfe, um unser kleines Abenteuer zu finanzieren. Aber nun zum Experiment. Zuerst müssen Sie einen Satelliten in diesem Gebiet platzieren, damit wir die Eigenschaften der Umgebung besser verstehen können. So können wir die verborgene Anomalie besser sichtbar machen. Ich schlage vor, dass Sie auch eine Ressourcensonde einsetzen, mit der wir herausfinden können, wie die Anomalie das Gebiet beeinflusst. Diese aufstellbaren Ausrüstungsgegenstände erhalten Sie an allen Stationen, die Schiffsausrüstungen verkaufen. Ach, sehr gut gemacht. Jetzt erhalte ich sehr viel klarere Daten von dem Riss. Ich sehe auf den ersten Blick sehr viel stärkere gravitative Scherkräfte als bei der anderen Anomalie. Das deutet auf eine bestimmte Masse hin. Aber wovon? Es sind Ähnlichkeiten zum Ereignishorizont der Sprungtore vorhanden. Aber da ist noch mehr. Könnte das eine temporale Verzerrung sein? Vielleicht sogar dimensionale Verzerrungen? Höchst interessant und aufregend. Können Sie jetzt die Ressourcensonde im markierten Bereich aussetzen? Ich bin neugierig darauf, wie sich die Umgebung verhält. Autopilot eingeschaltet. Na, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Der Herzsammler hat auch mal ein bisschen Geld zwischendrin schon wieder abgeworfen. Immer ein bisschen. Autopilot ausgeschaltet. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Sie sehen jetzt Vorkommen bestimmter Rohstoffe auf dem Gebiet, falls Sie sich dafür interessieren, sie abzubauen. Was unsere Forschung betrifft, so scheint es, dass die Objekte in der Nähe mit exotischen Partikeln behaftet sind. Wahrscheinlich stammen diese von der Anomalie. Ich dränge mich nur ungern auf, aber ich habe eine Idee, wie wir fortfahren sollten. Wir müssen ein Schiff zu einer sehr spezifischen Position fliegen, die ganz in der Nähe der Anomalie liegt. Mit der richtigen Ausrüstung für das Schiff, die wir wohl noch installieren müssen, können wir die Anomalie weiter öffnen und so eventuell herausfinden, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Das führt bedauerlicherweise sehr wahrscheinlich zur Zerstörung des Schiffes, weshalb ich für alle Unkosten für den Erwerb eines neuen Schiffes für diese Aufgabe aufkommen werde. So,
So, jetzt hat er automatisch hier unten das aufgedeckt für die Antimateriezelle. Mal gucken, ob ich hinkomme. Automatisch. Schon. Autopilot eingeschaltet. Mal, das haben sie nämlich ein bisschen abgeändert. Die Sprungtore, die man noch nicht aufgedeckt hat, können auch nicht genutzt werden, wenn sie das nicht schon wieder umgeworfen haben, weil bei der 3 konntest du ja einfach, wenn du irgendwo hattest, hast du hingeklickt und dann hat er den Weg gefunden. Und man kann auch nicht mehr durch Bauplatz. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Wer, wo, was? F. Erwarte Befehle. Fliehen. Zack. Welcher ist es? Zacki, zack. Aber der hat Befehl fliehen gekriegt und ist trotzdem auf Angreifen. Na, dafür hauen die ab. Auch nicht schlecht. Was macht der denn? Die KI muss man wie so eine Kindergartengruppe immer im Auge behalten. Die wissen manchmal noch nicht, was sie tun und was das für Konsequenzen haben könnte. Na, wie gesagt, irgendwann hat man genug Geld, dann ist Schiffverlust auch mal nicht so schlimm, dann macht es dann die Masse. Dann lässt man es einfach machen und erfreut sich des Feuerwerks. Jetzt kommen sie zurück. Was machen die hier? Voll spannend gerade, oder? Was sind das hier? Jäger, Verteidiger, die könnten ja mal eingreifen, aber nee. Die stehen da oben rum. Warum auch immer. Na gut, lassen wir sie mal machen. Genau, was wollte ich sagen? Achso, wenn man die Tore noch nicht entdeckt hat, kann man nämlich nicht einfach mehr so von System zu System springen. Und über das Baumenü kann man nicht mehr bestehende Stationspunkte aufklären, damit man schon weiß, wo irgendwo Stationen sind, dass man hinfliegt. Sondern man muss sie wirklich finden, beziehungsweise durch den Sektoren-Scan aufdecken und dann gezielt hinfliegen, finde ich ganz gut die Änderung, weil der Rest, das war echt wie so ein Exploit, das hat keinen Spaß gemacht. Autopilot ausgeschaltet. Genau, jetzt kommt er nämlich nicht weiter. Aber ich würde sagen, dann fliege ich mal durch. Erreiche System, Fahrt zum Profit.
dann bin ich da direkt im richtigen. Super. Autopilot eingeschaltet. So, dann tüdel mal dahin. Autopilot ausgeschaltet. Eigentlich könnte ich das anders machen. Ich grüße Sie. Kann ich schon kaufen? Nee, der hat noch nichts. Dann mach das mal so. Da ist noch ein alter Befehl drin. Habe ich wieder versemmelt. Weg. Immer drauf achten, wenn man alte Befehle drin hat und die nicht gelöscht hat. Machen wir ja manchmal was ganz anderes, als was man gerade wollte. So ist ein, yeah. Ja, der ist beim Abliefern. Passt. Gibt wieder ein bisschen Geld. Schön. Sich dann wohl neu öffnen. Kaufe von. Hä? Ja, ja, ist ja klar. Sollten wir eh die Möglichkeit haben, uns von Angesicht zu treffen, bringen Sie mir doch bitte etwas frisches Bofo mit. Die Brauen, die mir die Split vorsetzen, sind staubiger als deren Humor. Raff ich's gerade nicht. Warum wird mir nicht das Handelsfenster angezeigt, was die Station anbietet? Warenverkauf Antimateriezellen. So. Du sollst. Ja, ja, später. Verkaufen an. Verkauf an. Hä? Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Verfügbar in Schleife. Was wollt ihr denn von mir? Ich raff's gerade nicht. Normalerweise rechtsklick, zack, siehst du, was die Station anbietet. Dann machst du ein paar Regler rechts, links, zack, und dann hast du das Zeug gekauft. Und hier wieder irgendwas umgestellt, was ich noch nicht mitgekriegt habe. Das müssen wir gleich mal erforschen. Oder ich stehe, wie gesagt, gerade komplett auf dem Schlauch. Handel mit. Genau, das Fenster. Warum kriege ich das bei dem Schiff nicht? Hey. Was ist anders? Kaufen von Telati? Handeln. Hä? Kaufen, handeln? Handelsbefehle. Verstehe es nicht. Warum ist da in Schleife? Ach, stopp. Habe ich hier noch was drin? Ach, ich habe hier noch Wiederholenbefehl drin. Stimmt, das ist neu. Man kann nämlich durch den Wiederholenbefehl quasi Handelsrouten einrichten. Für Schiffe, die dann immer wieder das Zeug hin und her karren, dieselbe Ware. Weiß aber nicht, inwieweit das auch sich mit dem Preis anpasst, muss ich noch ausprobieren.
Deswegen machen wir jetzt hier mal zack, Rechtsklick, alle Befehle und Aufträge. Zack. Und siehe da, Handel, da haben wir's. Wieder was gelernt. Zack, das aus. Du fliegst jetzt. Stopp. Ne, ich muss noch umsteigen. Das andere Schiff, was ich jetzt kaufe. Wie mache ich denn das? Ich kann mich noch nicht porten. Dann fliegst du dahin und wir kaufen hier schon mal irgend so einen billigen Kahn. S. Minimalausstattung 389. 200. Super. Kann ich noch irgendwas rausschmeißen, was ich nicht brauche? Schild ist eh nicht drin. Waffen sind nicht drin, ne? Was haben wir hier noch? Können wir auch nichts rausnehmen? Ist hier irgendwas drin? 000. Sieht auch nicht so aus, ne? Besatzung auch nicht, nur Pilot. Wenn ich nichts übersehen habe, billiger geht nicht. Ja, mit dem Kahn. Da wird er schon mal gebaut. Oder steige ich vor Ort um, dann spare ich mir die Hin- und Herfliegerei. Das könnte ich machen. So machen wir das. Erreiche System. Profitabler Handel. Zack, wir machen Treffpunkt hier. Hinfliegen und warten. Zack. Und das ist doch der neue Kahn, den ich gerade gebaut habe, ne? Das machen wir dann mal so, und zwar... der bis auf weiteres folgen, da müssten die sich doch eigentlich irgendwann dann da treffen. Weil dann steige ich in den anderen Kahn ein, entlasse den Piloten, dass ich den nicht mit in die Luft sprenge. Ach, die Antimateriezellen muss ich da auch noch umladen. Kriege ich das im Raum hin? Das probieren wir auch gleich mal aus. Ob man auch umladen kann, wenn man in der Nähe ist. Oder irgendwie Transportkapseln, aber glaube ich nicht, dass das geht. Aber wir probieren das aus. Zur Not ist ja kleine Station hier daneben. Dann landen wir da schnell und laden um. Habe ich jetzt dem falschen Schiff? Ich glaube, ich habe die Befehle verkackt. Oder? Ne, passt. Genau, das kommt ja von denen. Das ist das. Das Zeichen da. Und dann passt das. Da fliegen wir gleich mal nur bis hierher, kurz vor die Station. Also es landen da nicht so weit. Min. Teladi. Der Betrag ist auch viel zu heftig für die Station. Hier reichen 100.000 völlig aus. Weil ich eh nichts weiter einkaufen muss.
Weil wenn er über einen bestimmten Betrag drüber ist, bucht er dann automatisch auf dein Primärkonto von der Basis Geld weg. Aber das kannst du nirgendwo einstellen, ab welcher Schwelle. Ich habe noch nicht genau beobachtet, wie viel Prozent oder ob da bestimmte Summe es drüber ist, dass es dann automatisch umgebucht wird. Aber 100 reichen hier. Und alles, was er dann drüber hat, soll er dann automatisch wegbuchen. Zack. Wunderbar. Money, money, money. Jetzt haben wir schon 3 Mille. Für sinnlos in der Gegend rumeiern. Das ist also typisch Schnarch-KI, der könnte hier noch mit Volldampf bis hier hinfliegen, aber nein. Er sagt sich, flieg mit normaler Geschwindigkeit und guck mir die Gegend an. Aber da wir eh auf das andere Schiff warten müssen, gucken wir uns halt die Gegend an. Obwohl es nichts weiter zu sehen gibt. Außer viel Eis. Wo ich jetzt schon weiß, dass das meine Wasserproduktion sehr begünstigen wird. Weil ich brauche viel Wasser. Später. Ein anderer Eimer. Ach, da kommt er. Kestrel, Angreifer. So, genug gegammelt. Gas hier. So, dann gucken wir gerade mal, ob wir Warentransfer im All machen können. Das ist also was, ne? Die KI hat Befehl gekriegt, die soll mir folgen. Jetzt bin ich gespannt, wie weit die fliegt. Weil die merkt ja jetzt eigentlich, dass ich da bin. Aber nein, die fliegt erstmal irgendwo anders hin, wo ich vor keine Ahnung wann war und fliegt dann wieder zu dem Schiff. Das muss man später beachten, wenn man ganze Geschwader leitet mit Folgen und dranholen und zurückholen. Die fliegen immer dann sonst welche Positionen, wo die anderen Schiffe schon gar nicht mehr sind. Weil warum? Warum fliegt der jetzt da runter? Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht so weit, wo ich den Befehl gegeben habe, sondern er kriegt es eher mit, dass ich ganz woanders bin. Mann, 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 Mann. Helfen wir mal ein bisschen nach. Ist ja nicht so, dass es ein Radar, ein Funk gibt, Positionsangaben, wo man sich absprechen könnte, Teamarbeit, nein. Wir tümpeln sinnlos in der Gegend rum. Waren transferieren. Ich das jetzt echt machen? Im Orbit? Also im Weltraum? Das wäre ja eigentlich nicht schlecht. Was passiert denn dann? Warte mal, das muss ich nur von draußen angucken. Kann ich schon mal rausgehen? Werden dann irgendwelche Kapseln abgeschossen? Oder was wird dann passieren?
So, klick, klick. Richtig. Ja, wo war das jetzt? Waren transferieren. Zack. Drei Stück. Bestätigen. Was passiert jetzt? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Davon aber recht viel. Oder muss die erst näher kommen? Kommt die jetzt her? Kriegt die einen neuen Befehl? Warenaustausch? Ach, der hat bestimmt, weil der alte Befehl noch hier drin ist. Ah, dann mache ich den mal raus. Zacki zack. Passiert jetzt was? Macht's echt spannend. Fliegt er überhaupt? Warenaustausch, Warenaustausch. Steh ich mal auf, vielleicht macht die KI dann irgendwas. Den Befehl hat er immer noch drin. Hallo. Hello, my friend. Nochmal klicki klick. Oder geht das nur, wenn man eigentlich dann diese komischen Transportdrohnen bei größeren Schiffen hat? Aber dann wäre der Punkt eigentlich grau. Das würde da viel logischer sein. Passiert nichts. Der steht jetzt auf Warten. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ach, der wartet jetzt auf Signal. Ja, ist klar, mein Friend. Wo ist er? Da. Führe aktuellen Befehl weiter aus. Ach, jetzt ist das Icon da und jetzt wird's spannend, wird speichert er. Na dann. Wenn das klappen würde, wäre das eine feine Sache. Okay, das andere Schiff bewegt sich wieder. Langsam, aber es bewegt sich wieder. Aber heute ist erst Samstag, ich muss Montag erst wieder arbeiten, also ich habe das ganze Wochenende Zeit. Aber Gas. Komm zu Papa. So, was passiert jetzt? Ach, der wirft den Container raus und er sammelt den Container dann ein. Jo, genau. Hätte ich ja auch mal drauf kommen können, Ware abwerfen. Nice, hat geklappt. Suppi. So, jetzt mache ich noch. Komm nur mal her. Hallo. Hallo. So. Wo ist er? Da ist er. Rendezvous. Zack. Kestre. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht aus. Erwarte Befehle. Egal. So.
Zack, zack, zack. Andockerlaubnis erteilt. Nein, da. Wo ist denn das Loch? Ach, geht die Klappe nicht auf. Aber ich hoffe, komm rein, ja. Supi. So. Hallo. Hello. Was haben wir hier eigentlich für einen Piloten gekriegt? Taugt der was? Nee, der ist Schrott. Dann können wir den auch entlassen. So. Ja, ja, weg damit. Jetzt bin ich alleine. Jetzt fliege ich das Schiff mal dahin. Ware transferiert im All. So. Schmugglerschiff in der Nähe. Was ist Schmugglerschiff? Ja, später gibt es auch einen Tresor, wenn man in der Basis, wenn man seine Basis dann hat. Ein Tresor, wo man die ganzen illegalen Güter auch zwischenparken kann, dass man nicht immer die Gefahr hat, dass man angehalten wird und Standing verliert, wenn man abhaut oder irgendwas anderes. So, das. Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Befindet sich nicht. Alles gut, es wird keiner sterben, hoffe ich. Ups, falsches Schiff. Wo ist er? Mist. Ach, jetzt hab ich der falschen das Buffet gegeben, oder? Erkunden, erkunden, erkunden. Nee. Es geht schon los. Das hier ist er. Ja. So, komm mal zu mir. So, dann lasse ich mich mal abholen. Und dann müsste das ganze Unterfangen geglückt sein. Aber der kleine Hosenscheißer hier in seinem Stuhl, finde ich, sieht auch klasse aus. So ist das hübsch. Das bleibt stehen. Angreifer. Ein Träumchen.
Autopilot eingeschaltet. Na, siehe da. Was ist das? Eine große künstliche Struktur? Das befindet sich also auf der anderen Seite des Risses. Es erscheint, als hätte unser Experiment eine bahnbrechende und völlig überraschende Entdeckung zutage gebracht. Nun ist sowohl Eile als auch Sorgfalt angesagt. Ich muss gestehen, dass der Riss sehr viel stärker aufgeweitet wurde durch die Antimaterie-Explosion, als ich erwartet hätte. Vor uns liegt ein unschätzbarer wissenschaftlicher Schatz. Wir wären töricht und dumm, wenn wir jetzt nicht vorsichtig weitermachen würden. Für das Wohl des Universums beeilen wir uns und schnappen uns den Preis für unsere Mühen, bevor man ihn uns wegnimmt. Ich soll verdammt sein, wenn ein windiger Telani-Händler die Struktur für ein paar Ersatzteile völlig zerlegt. Oder schlimmer noch, wenn die Wissenschaftler des Ministeriums der Finanzen erst davon erfahren. Ich werde erst einmal aus der Ferne eine Verbindung mit der Struktur aufbauen. Können Sie bitte etwas umherfliegen, damit ich weitere Daten sammeln kann? Beginnen wir hier. Immer echt glatt. Stationsmodule und die Verbindungselemente entsprechen sogar unseren Standards.
Sollten Sie direkt mit der Station interagieren wollen, sollten Sie eine Landeplattform oder etwas in der Art anbauen, dass Sie die Struktur sonst beschädigen würden. Oha, ich muss wohl Schluss machen. Meine Split-Arbeitgeber kommen und sie klingen überaus gereizt. Ich rede mich wieder, sobald ich kann. Aber wie gesagt, schauen Sie zu, dass Sie herausfinden, wie Sie deren Technologie mit unserer verbinden können und bringen Sie dann eine Landevorrichtung an. Passen Sie auf sich auf. Na ja, wunderbar, dann machen wir das doch noch schnell. Weil der Hunger plagt. Ich muss erst mal was essen. Ich will wissen, das ist eigentlich alles Sehzeit. Ja, ja, ja. So, das schauen wir doch mal. Also in die Richtung ist Dingenskirchen. Da hinten ist Outline. Was ist das eigentlich für eine Station? Was macht denn die? Wasser. Konkurrenz. Sauerei. So, also in die Richtung. Da ist das Ding ins Offen. Also eigentlich dann eventuell da unten. So. Bauplan. Was ist denn hier Dock? Ach. Genau, dann machen wir das hier unten dran. So. Nee. Kleister das da erstmal hier hin, dass ich das drehen kann. Zack. Ja, das ist ein bisschen fummelig. Man muss es quasi erst irgendwo hinsetzen, damit man es dann drehen kann in die Richtung. So, wie viel Asche hatten wir? 2 Mille oder 3 fast. So, dann bauen wir das hier dran. Angebaute Module, Waffen, Schilde ist erstmal völlig egal. Das rüsten wir später danach. Ja, gebe ich das erstmal in Auftrag. Asche rein. Dann immer noch ein bisschen mehr dazu. Falls sich die Preise ändern. Jetzt brauchen wir Konstruktionsschiff. Vielleicht haben wir Glück, dass irgendwo, wo ein Eimer von uns rumtümpelt, ein Konstruktionsschiff zu sehen ist. Hier war da gerade eins. Wo ist denn das? Zack. Muss auch mal Glück haben im Leben. So. Und wir haben doch eigentlich noch Haufen Asche, oder? Könnte ich eigentlich kleiner einen Frachter bauen, dem den Baulager zuteilen und später der Station, obwohl die zwar noch nichts produziert und ich danach Haufen Zeug dran bauen muss. Ja, nee, ich lasse das erstmal. Alles der Reihe nach. Machen die Story erstmal weiter und dann bauen wir aus. So, das ist im Tun und im Machen. Irgendwann sind die Materialien da. Ja, das Baumodul ist da. Baulager wird eingerichtet. So, dann krallen wir uns hier gleich noch. Den Container. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Hm, da ist er.
Jetzt tue ich aber erstmal speichern, nicht, dass ich jetzt noch verkacke hier für den letzten paar Metern. So, super Sache. Nochmal prüfen. Dass ich nichts vergessen habe. Dass ich mich da nicht wundern muss, dass es nicht vorwärts geht. Jetzt sieht man immer, 51 sind in Anlieferung. So wie es aussieht. Genau, das ist das da hier unten. Und dann sieht man plus 51, 51 brauchen wir. Dann brauchen wir noch Hüllenteile. So, das kommt so nach und nach. Da habe ich blindes Vertrauen. Und zu sagen, das ist in der Mache. Ja, ja, sind dabei. Das ist am Entstehen. Dann muss ich eh noch einen Manager besorgen. Naja. Erkunde Universum, verbessere dein Ansehen. Können wir gerade noch mal gucken. Wie ist es denn jetzt? 18? Ist cool. Oh, hier brauchen wir 16 Mille. Und Handelsabkommen. Aber das wird. Ja, Beförderungsmission. Ja, ja, es gibt viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Ja. Ist zwar teilweise schon gelesen, aber alles, das haben wir noch zu machen. Geht's vorwärts. Haben immer noch 3 Mille. Was hat denn die Basis schon gescheffelt? Gucken wir gerade nochmal rein. Ja. Hat er schon wieder auf 700? Warum? Setzt er das selber? Das habe ich doch runtergesetzt. Oder bin ich völlig blem? Ach, nee. Ich habe Schätzwert akzeptieren vor uns. Ich glaube nochmal angeklickt. Ich Idiot. Na, mal gucken. Macht nichts. Zellen. Hier werden wieder welche abgeholt. Wunderbar. Money. So, Container. Was ist denn das eigentlich für eine Station hier? Auch Wasser. Wasser. Na, macht nichts. Dynamo, kann ich das aus Ansicht aktivieren? Die terranischen Schiffe, die sehen schon geil aus. Das ist echt. Könnte man echt neidisch werden. Gerade von den Teladi, die sind ja alles irgendwelche aus einem Klotz geschnitzt. Aber macht nichts. So, nochmal speichern. Und dann ist erstmal Schluss. Und irgendwann geht's weiter. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob die Aufnahme oder das überhaupt geklappt hat oder ob das alles wieder völlig Grütze war. Gut, dann sage ich schon mal.